Eine Woche zusammen sein. Ja, ja. Jetzt warten wir noch ganz kurz zusammen, dann kommen unsere Trommler auch nochmal her. Vielen Dank an unsere Trommler! Vielen Dank, Salzburg. Ich muss sagen, ich bin extremst froh, extremst stolz, dass das heute alles so extrem friedlich und ganz, ganz sauber über die Bühne gegangen ist. Vielen, vielen Dank für euer Kommen. Also, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal zuerst gesagt, ich kann mich erinnern an Tage, da sind wir mit 30 Leuten gegangen. Ich glaube, die sind Gott sei Dank endlich vorbei und endlich sind relativ viele Leute nochmal aufgestanden und haben es kapiert. Und noch was möchte ich ganz gern loswerden, bevor ich dann die Versammlung offiziell für beendet erkläre. Auch ein riesengroßes Dank an die Exekutive nochmal. Die haben sich uns gegenüber auch fair verhalten. Es war in Ordnung. Und wir dürfen nicht vergleichen. Ich sag ganz bewusst fair verhalten, weil vergleicht es bitte mit anderen Bundesländern oder anderen Demo-Märschen, da geht es ganz anders zu. Und wir sind in Kooperation, in ja, einem freundschaftlichen Verhältnis mit Ihnen und das machen wir auch für Sie. Und ich glaube, relativ viele von Ihnen haben das auch schon verstanden. Was ich noch ganz kurz loswerden wollte, bitte, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, bleibt stark, drückt die Knie durch. Wir werden uns gegen diesen Wahnsinn stemmen und gemeinsam schaffen wir das auch, weil ich möchte da mal sehen, das möchte ich wirklich sehen, wie, weiß ich nicht, in Österreich ca. 1,5 oder weiß ich nicht, 2 Millionen Menschen irgendwelche Strafen kriegen sollen, irgendwelche Geldstrafen kriegen sollen oder was ja mittlerweile schon wieder gefallen ist mit Beugehaft, das hätte ich mir alles mal richtig gern angeschaut, weil da hätte man eigentlich vor 10 Jahren schon anfangen müssen mit die Gefängnisse zu bauen. Also bitte, lasst euch ja nicht von dieser psychologischen Kriegsführung der Gegenseite irgendwie da ins Boxhorn jagen. Nein, sondern liest die Zeilen dahinter und rat es um. Weil wenn ich wieder her mit ihrer Psychotaktik von wegen, weiß ich nicht, so und so viel Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen, ja, dann kehre ich es um und sage, aber 97,5% der Bevölkerung ist davon nicht betroffen. Und um das geht's. Wendet die gleichen Taktiken an wie Sie, trat den ganzen Krömpel so um, das ist
genau gleich wieder retour kriegen, so wie sie es an uns weitergeben mit dem Ziel, dass wir uns spalten lassen. Und noch einmal, ich glaube, das haben wir heute wieder gesehen. Ich habe heute Banner gesehen, oben beim Neutor, beim Dundel, wir haben so einen riesen Banner hingekriegt. Dankeschön. Also das sind Sachen, ich sag's nochmal, wir sind mehr. Wir sind wesentlich mehr, als wie sie uns glauben machen wollen. Schaut euch mal an, heute haben wir zum ersten Mal das fliegende Auge von der Polizei dabei gehabt. Da oben kreist immer noch ein Helikopter. Ich weiß jetzt nicht, ob der zu uns, also für uns ist oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, wir haben es schon geschafft, dass das fliegende Auge da ist. Also das heißt, wir werden auch wahrgenommen. Bleibt's im Widerstand, bleibt's sachlich und lasst euch ja nicht unterkriegen. Das machen wir schon. Wir alle gemeinsam. Vielen Dank, Salzburg! Zeit habt zum Zuhören. Es ist meine Herzensangelegenheit, mich bei diesen Menschen zu bedanken, was ich der Frank auch schon gesagt hat, die heute mitgegangen sind. Das ist unser Applaus, den wir uns geben. Vielen herzlichen Dank uns allen! Man sieht mich meistens nur lachen, ja. Aber ich schwör's euch, auch mir geht die Kraft aus, wie vielen von euch schon. Es ist hart, immer wieder aufzustehen, immer wieder zu kämpfen. Diese Spaziergänge hier in der Stadt sind für mich der Ausgleich und sagt mir, mit den Leuten, mit denen wir gehen, wir machen das Richtige. Wir stehen auf für die Kinder, wir stehen auf für uns, wir stehen auf für eine Demokratie, für eine Freiheit, wir stehen auf für Salzburg! Und jeder, der das nicht glaubt, ich glaube, es haben nur sehr wenige gesehen. Wir haben vom Mönchsberg runter nicht nur ein Transparent gehabt, wir hatten ein Feuerwerk, das abgeschossen wurde für uns. Ich persönlich bedanke mich bei jedem, der dabei war, bei jeder, der uns zu Hause folgt, auch wenn er nicht kann, wegen Gebrechen. Ich wünsche an jeden den Mut aufzustehen, der sich noch nicht traut. Ich wünsche uns alle noch, dass wir halbwegs die Nerven behalten, durchhalten. Aber ich sage euch auch alles, eines noch. Europa schaut und hilft genauso. Überall sind Demonstrationen für Österreich. Und wir alle sind Österreich! Vielen, vielen Dank, Gitta, und an deine Worte auch.
Was natürlich ich vergessen habe in der ganzen Hektik, nochmal, es kommt nicht darauf an, wer das macht oder wieso er das macht oder wie auch immer. Sondern das ist gemacht. Die Kerstin ist leider, wie gesagt, verkühlt, ist krank, die wird hoffentlich nächste Woche wieder dabei sein können. Wir sind aber mittlerweile so viele Leute und so viel genug in dem Stamm- und Kernteam, dass wir das jederzeit kompensieren und kompensieren können. Angefangen von Michael, der das Ganze orchestriert, angefangen über oder weitergehend mit Jamaik, der seine Trommler immer an der Stelle hat, der Tom. Ich kann sie alle gar nicht namentlich nennen, aber ihr seid alle Salzburg. Aufgeben hat, über 20 Monate. Danke. Danke, danke. Aufgeben. Das ist generell keine Option, nicht in der jetzigen Zeit. Und ich muss es nochmal wiederholen, was ich heute extrem gut gefunden habe. Da drüben sind Kinder gestanden, eine ganze Gruppe Kinder mit Luftballonen und mit Schildern. Die sind alle mitgegangen, sie sind zwar am Schluss gegangen, wahrscheinlich, dass es nicht so laut ist und wie auch immer, das ist wurscht. Aber warum machen wir das alle? Und warum geben wir niemals auf? Das tun wir natürlich auch für uns, aber ganz, ganz wichtig, wir tun es für unsere Kinder und für die Zukunft von unseren Kindern. Und aus diesem Grund bitte ich euch, schaut, dass ihr eure Kinder schützt, schaut, dass ihr euch gegenseitig vernetzt, weil das, was die Gitta gesagt hat, das ist immens wichtig. Irgendwann geht jedem einmal die Kraft aus, irgendwann hat jeder mal irgendwie einen Durchhänger. Schließt euch zusammen, helft euch gegenseitig wieder auf, richtet euch auf und dann schaffen wir diesen Wahnsinn auch gemeinsam. In diesem Sinne darf ich euch ganz herzlich einladen, sämtliche Kanäle von uns beizutreten, sowohl auf Facebook oder auf Telegram. Und ansonsten nächsten Sonntag, 14 Uhr, gewohnte Zeit, gewohnter Platz, sind wir wieder da und tragen unser Anliegen wieder friedlich, aber ganz bestimmt nach draußen und bis nach Wien. Vielen, vielen Dank, Salzburg! Was Rechtliches. Es ist meine Aufgabe als Veranstalter heute, dass ich jetzt diese Versammlung offiziell als beendet erkläre. Und ich darf trotzdem noch mal ganz kurz das Mikrofon zum Rich weitergeben. Auch ein Kämpfer der ersten Stunde. Und der hat euch sicher auch noch was zu sagen. Vielen Dank nochmal von meiner Seite. Danke, Frank. Ich probiere es nochmal, weil ich zuerst noch wieder hinten gestanden bin und ich weiß, das Mikro erreicht nicht bei so vielen Leuten das letzte Eck. Also nochmal danke Frank, danke an alle, die da waren, alle, die nächste Woche hoffentlich wiederkommen und eventuell noch einen mitnehmen. Ich will jetzt gar nicht über das ganze lustige Impfzwang und Corona-Blödsinnszeug reden. Ich habe heute auf der Demo Leute gesehen mit Transparenten, wo drauf stand, und ich unterstütze diese Aussage im ersten Teil, kauft nicht bei 2G-Läden und dergleichen. Ja, das heißt sich gut, aber im zweiten Satz stand dann, kauft bei Amazon. Und ich stelle mir persönlich die Frage, ob wir uns zu diesem Weihnachtsfest vielleicht, egal ob man jetzt Christ ist und das feiert oder nicht, mal was anderes schenkt als irgendeinen kapitalistischen Kram, den irgendein Amazon verkauft oder von mir aus auch irgendein österreichischer Händler über Amazon. Ich glaube, ein Handel, der sich zusperren lässt wie eine Toilette, und eine Gastronomie, die sich auf- und zusperren lässt wie eine Toilettentür und stillschweigend diesen 2G-Wahnsinn mittragt, muss nicht unbedingt in jeder
Situation mit hart verdientem Geld, das lockdown-bedingt vielleicht bei manchen eh nicht so flüssig ist, unterstützt werden. Also das wäre mein Anliegen, nächstes Wochenende am Sonntag, so wie wir heute waren, und jeder bringt noch einen mit, und vielleicht überlegen wir ein bisschen unser Konsumverhalten in Zukunft. Weil diese Demos tun dieser Regierung weh, weil wir groß geworden sind. Aber was denn? Danke. Aber was einem System noch viel mehr wehtut, ist, wenn plötzlich der Geldfluss aufhört. Ich sage, diese Demonstrationen tun der Regierung weh, weil sie ein sichtbares Zeichen sind, dass das Volk aufsteht. Aber noch viel mehr tut es einem System weh, wenn plötzlich der Rubel, der Euro, der Dollar, der Yen oder was auch ich nicht mehr so rollt. Also setzen wir auch da ein Zeichen. Ich sage jetzt nicht, dass keiner mehr von euch was schenken oder einkaufen soll. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber es kann sich jeder überlegen, was es ihm persönlich wert ist, mit seinen Freunden zu feiern. Da darf ich an den Herrn Innenminister, ehemals jetzigen Kanzler, sagen, da muss er die Zähne zusammenbeißen, weil ich glaube, wir werden uns ungemütliche Weihnachten nicht bieten lassen. Aber wie gesagt, überlegt euch, was ihr euch schenkt. Und ich glaube, Respekt voreinander und Wertschätzung und von mir aus eine Kleinigkeit ist sinnvoller als ein überbehangener Baum und 15.000 Backen, die CO2 bedenklich von Boten, die Hashtags der Hunde einbleiben sollten, geliefert werden. Also ändern wir das vielleicht gemeinsam und nehmen dem Staat auch da ein bisschen seine vermeintliche Vormachtstellung weg. Wir sehen uns am Sonntag. Ich gebe dir einen Freund. Danke.